Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen heute zu Türchen Nummer 12. Schön, dass du dabei bist. Wir wollen heute Fette verbrennen, Energie verbrauchen, unseren Stoffwechsel ankurbeln, natürlich Schritte machen und natürlich auch Muskeln trainieren, denn die verbrauchen im Alltag und beim Sport dann auch noch mehr Energie. Vor allem große Muskelgruppen wie die Beine und unser Po. Mach mit, so wie du dich wohlfühlst, und ich würde sagen, wir starten sofort mit einem kleinen Aufwärmtraining. Mach uns Musik an, richte dich auf, Brustbein heben, Füße stehen hüftschmal und jetzt lässt du deine Knie einfach mal Richtung Fußspitzen nach vorne wippen. Ohne groß Muskel zu spüren, Muskeln brennen zu lassen, soll jetzt nur ein Warm-up sein. Deine Krone in Richtung Decke zeigen lassen. Spannung hier. Und während du das machst, lässt du jetzt deine rechte und linke Schulter im Wechsel nach hinten kreisen. Rechts, links. Ganz locker. Deine Ellbogen werde größer. Natürlich soll dein Stoffwechsel auch so ein bisschen angekurbelt werden. Das heißt, wenn dir warm wird, dann ist es gut so. Nochmal. Und dann lässt du die Arme schwingen. Rechten Arm vor. Und linken Arm vor. Schau mal, mein Oberkörper, der geht mit. Diagonal. Und die Knie immer noch nach vorne. Mach nur weiter. Ganz ohne Wippen. Lass deine Knie jetzt relativ stabil und nimm deine Fußspitzen mit. Das heißt, du tippst, wenn dein rechter Arm vorne ist, mit links nach vorne und umgekehrt. Locker. Wenn du möchtest, schnippst du vorne. Fußspitze tippt. Immer noch. Letzten vier noch. 4, 3, 2 und am Platz gehen. Gehen, gehen, gehen. So, und jetzt Arme wirklich bewusst mitnehmen. Ellbogen nach hinten, aber auch nach vorne. Und die Knie noch mal höher. Weiter bewegen. Jetzt nimmst du deine Knie und Fußspitzen ganz leicht nach außen. Hüftgelenke mitbewegen und nochmal wieder nach vorne. Nochmal nach außen. Nach vorne. Nach außen. Nach vorne. Nach außen. Vorne. Letztes Mal außen und da bleibst du jetzt. Weiter öffnen deine Beine. Und jetzt ein Stück tiefer kommen. Tiefer, tiefer. Jetzt achte darauf, dass die Knie nicht knicken. Deine Füße so weit schließen, du kannst auch enger nehmen, wie die Knie in Richtung Fußspitzen zeigen können. Vielleicht gehst du tiefer. Erste Runde Kräftigung, Beine. Vielleicht noch ein Stück tiefer. Merkst du schon was? Gut.
Letzte Etage. Tiefe 8 noch. 7, 6, 5, 4, 3, 2 und langsam ein Stück aufrichten und einen Schritt zur Seite, rechts, links, locker lassen. Immer noch weiter bewegen. Deine Arme veränderst du mal. Gehst nach rechts, links. Einfach so einen Halbkreis zeichnen. Jetzt mach weiter. Wir warten. Etwas langsamer, größer. Und noch größer. Ganz weit nach oben die Arme. Und die Arme locker. Kleine Variation. Mach jetzt mal noch langsamer, langsam. Nach rechts stehen, nach links stehen. Schau mal, komm tief, komm hoch, tief. Und wenn du tief gehst, Rücken gerade, Beinkraft, Seite tief, Seite tief. Genau. Großen Schritt zur Seite. Du kannst die Füße auch ein bisschen geöffnet lassen. Und stopp. Nach oben kommen und locker. Tap. Schau mal, tipp nach vorne und jetzt versuch mit dem ganzen Fuß nach vorne zu tippen. Tap, 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 genau. Ganz locker. Klappt? Wenn das gut klappt, dann tippst du jetzt zur Seite, rechts, links, tap. Mach weiter. Einfach tap, tap, tap. Immer weiter. Und jetzt tippst du nach hinten. Rück, rück, rück. Lass hinten rück die Fußspitze nur tippen. Letzten 4 noch, 4, noch 3, letzten 2 und dann versuchst du nur mit einer Seite zu tippen. Schau mal, tap, weg, ganz ruhiges Bein, gut, knackiger Po. Nochmal 8, 7, 6, 5, 4, 3. Schaffen wir noch 8?
letzten 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und wechseln. Oh. Ganz ruhig das vordere Bein. Zweiten Achter. Dritten Achter, 8, 7, 6, 5, 4, 3, dann den letzten Achter, 8, 7, 6, 5, 4 und marschieren, ganz locker, gehen, 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 nicht stehen bleiben jetzt, geh weiter. Bleib in Bewegung. Immer weiter. So, ein bisschen schneller. In Spurt. Roll deine Füße ab. Tempo. Rechts, links. Geht's den Beinen gut? Sehr schön. Aufrichten. Schau mal die Arme. Gehen immer noch neben dem Körper vorbei. Du kannst so bleiben, wenn du möchtest. Versuchst du, wohl ganz leicht zu dribbeln. Tap, tap. Der Endspurt. Ich sehe schon Türchen Nummer 13. Gleich am Ziel. Drei, zwei, gehen, gehen. Langsam. Und nochmal ein bisschen Tempo. Langsam. Und nochmal Tempo. Langsam. Dann rollst du noch mal schneller die Füße ab, so wie am Anfang. Abrollen, Arme seit, Handflächen zu mir nach vorne, Schultern tief und ganz kleine Bewegung hier nach hinten. Schau mal, zurück, spür den oberen Rücken, ganz kleine. Aufrichten, groß werden. Geh noch für dich die letzten 8. 8, 7, 6, nur noch 4, 3, 2, einen locker gehen. Ah, ganz locker lassen. Fleißig. Ich hoffe, dir ist warm geworden. Dein Stoffwechsel aktiviert. Fersen nach vorne, rechts und links. Einfach mal nach vorne tippen. Im Wechsel. Rechts, links. Halte rechts vorne. Und tipp erstmal. Fußspitzen und Knie zeigen in eine Richtung. Komm tiefer. Halte oben. Knie strecken. Etage tiefer, ganz
ganz kurz noch die Waden dehnen, Rückseite dehnen. Aufrichten, andere Seite, tippen, halten, Knie strecken und den Po ein Stück tiefer, Rückseite, hochkommen, einatmen, einmal, aus, ein. Und aus und ein letztes Mal tief einatmen, lang strecken, recken, öffnen die Arme und entspannen. Vielen Dank fürs Mitmachen, sehr schön. Ich hoffe, dir ist warm. Ich freue mich natürlich über ein Gefällt mir, über einen netten Kommentar. Und falls du Lust hast, meine Arbeit zu unterstützen, vielen Dank. Der Link wäre unter dem Video deine Unterstützung. Mit dem, was es dir wert ist, könntest du meine Arbeit wertschätzen. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn du ganz einfach so beim nächsten Mal dabei bist. Den Adventskalender findest du da oben bei dem Infopunkt oder auch auf meinem YouTube-Kanal in den Playlists. Also bis zu unserem nächsten gemeinsamen Training. Vielleicht ja schon bis morgen.